Herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Videos ist die Tierarztliste. Neben der Überwachung von Reproduktionsereignissen wie Besamung und Trächtigkeitsuntersuchungen kann die Tierarztliste zur Überwachung und Nachkontrolle von Gesundheitsereignissen genutzt werden. Für einzelne Krankheiten, Behandlungen und Behandlungspläne können Nachkontrollen durch den Tierarzt eingestellt werden. Zuerst erstellen wir eine neue Krankheit und schauen uns an, wie die Nachkontrolle eingestellt wird. Um eine neue Krankheit mit Nachkontrolle zu erstellen, wählen wir Management, Punkt 1 Herdendaten und Punkt 6 Krankheitsliste. Mit dem Punkt Neu unten links kann eine neue Krankheit eingestellt werden. Für unser Beispiel erstellen wir die Krankheit Entzündung. Wir wählen eine passende Kategorie, in diesem Fall Infektionskrankheiten. Unter dem zweiten Reiter Aktionen wird eine Aktion für die Tierarztliste ausgewählt. Standardmäßig werden die Krankheiten nicht auf der Tierarztliste angezeigt. Wir wählen hier also den Untersuchungsgrund, um die Entzündung als Krankheit auf der Tierarztliste zu zeigen. Mit OK wird die neue Krankheit bestätigt. Das gleiche Vorgehen kann auch für Behandlungen angewandt werden. Dazu wählen wir wieder Management, Punkt 1 Herdendaten und Punkt 7 Behandlungsliste. In unserem Beispiel soll die Operation als Behandlung auf der Tierarztliste erscheinen. Dazu ändern wir die Operation unten links und wählen hier im Reiter 4 Tierarztliste ebenfalls den Untersuchungsgrund als Aktion für die Tierarztliste aus. Mit OK wird unsere Veränderung bestätigt. Neben Behandlungen, die auf der Tierarztliste zur Nachkontrolle erscheinen sollen, muss in der Behandlungsliste auch eine Aktion erstellt werden, mit denen die Tiere von der Tierarztliste genommen werden. In unserem Beispiel ist das die Behandlung Tierarzt OK. Über Ändern können wir uns die Einstellungen anschauen. Unter Reiter 4 Tierarztliste ist die Aktion Nicht präsentieren eingestellt und ein Haken gesetzt bei Von Tierarzt überprüft. Mit dieser Kombination aus beiden Einstellungen kann die Aktion dazu genutzt werden, Tiere von der Liste zu bestätigen und damit von der Tierarztliste zu entfernen. Mit OK werden die Einstellungen übernommen. Auch für Behandlungspläne kann eine Nachkontrolle auf der Tierarztliste hinzugefügt werden. Dazu wählen wir das Management, Punkt 1 Herdendaten, Punkt 14 Aktivitätenplaner und Punkt 1 Behandlungspläne. In unserem Beispiel soll für den Behandlungsplan Gebärmutterentzündung akut eine Nachkontrolle hinzugefügt werden. Dazu wählen wir unten links Ändern. Die bestehenden Einstellungen können mit Weiter übernommen werden und im letzten Fenster fügen wir unsere neue Aktion hinzu. Dazu unten links das Plus wählen, durch welches eine neue Zeile hinzugefügt wird und über die drei Punkte die bestehenden Behandlungen wählen. Hierbei allerdings von Behandlung auf Kontrolle durch Tierarzt wechseln und mit OK bestätigen. In diesem Behandlungsplan wird somit am 10. Tag eine Kontrolle durch den Tierarzt hinzugefügt und mit Ende gespeichert. Nun können wir uns die Tierarztliste anschauen. Diese ist zu finden unter Management, Punkt 10 Berichte und Punkt 1 Tierarztliste. Aktuell ist die Liste leer. Und die Einstellungen können unten rechts über Eigenschaften geändert werden. Im ersten Fenster kann ausgewählt werden, welche Informationen über das Tier auf der Liste erscheinen sollen. Und ganz wichtig, unten rechts kann eingestellt werden, mit welcher Aktion die Tiere von der Liste genommen werden. Dazu einmal auf die drei Punkte klicken. In unserem Beispiel war das nicht die Aktion unbekannt, sondern Tierarzt OK. Auf dem dritten Reiter Gründe können Gründe ausgewählt werden, mit denen Tiere auf der Liste erscheinen sollen. In unserem Beispiel keine Fruchtbarkeitsgründe, sondern Gesundheitsereignisse. Daher scrollen wir einmal bis ganz nach unten. Wir wählen Punkt 14 Nachkontrolle Gesundheit und sehen oben rechts unsere erstellte Entzündung als Krankheit und bei den Behandlungen die Operation. Außerdem wählen wir Punkt 23 Behandlungsplan. Mit dem Button unten in der Mitte können wir eine neue Liste erstellen und nennen diese im Beispiel Tierarztliste 2023. Mit OK wird die Liste gespeichert und außerdem können veränderte Einstellungen immer wieder über das kleine Speichersymbol unten links gespeichert werden. Mit OK erscheint nun die Liste. Auf unserer Tierarztliste erscheinen nun drei Tiere.
Kuh Nummer 1 aufgrund der Nachkontrolle Gesundheit wegen einer Entzündung, Tier Nummer 2 aufgrund der Nachkontrolle eines Behandlungsplans und Tier Nummer 5 aufgrund der Nachkontrolle Gesundheit wegen einer Operation. Um die Tiere von der Liste zu bestätigen und die Nachkontrolle einzugeben, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann unten links von Tierarzt überprüft werden, dann können alle Tiere gleichzeitig von der Liste entfernt werden. Für einzelne Gründe wird unten links die Gruppeneingabe gewählt. In unserem Beispiel wählen wir nun Punkt 5, Nachkontrolle Gesundheit. Mit Weiter werden uns alle Tiere vorgeschlagen, die zur Nachkontrolle Gesundheit anstehen, in unserem Beispiel Kuh Nummer 1 und 5. Mit Weiter kommen wir in den Behandlungsassistent, in dem direkt die Behandlung Tierarzt okay vorgeschlagen wird. Es gibt außerdem die Möglichkeit, weitere Behandlungen hinzuzufügen oder Medikamente einzugeben. Mit Ende bestätigen wir die Behandlung. Die Tiere verschwinden damit von der Liste und wurden als nachkontrolliert vermerkt.